Für die Cookies benötigen wir 130 Gramm zarte Haferflocken. Dann haben wir hier 25 Gramm Whey-Protein-Schokolade, dann einen Esslöffel Backkakao, einen Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Schokodrops, ihr könnt normale nehmen oder auch zuckerfreie. Dann haben wir hier 100 Milliliter Milch, ein Ei und eine Banane. Wir brauchen dann noch folgende Utensilien. Einmal eine Gabel und eine flache Schüssel, um die Banane zu zermatschen. Alternativ könnt ihr die auch einfach mit so einem Handpürierstab pürieren und dann noch eine Schüssel zum Mixen von den restlichen Zutaten. Wenn ihr es mit einem Pürierstab macht, dann könnt ihr das einfach alles in einer Schüssel mit dem Pürierstab mixen. Und dann brauchen wir noch ein Backpapier und ein Blech, um das Ganze dann in den Backofen zu geben. Wir fangen an mit der Banane und zermatschen diese. Am besten brecht ihr die in kleine Stücke oder schneidet sie in kleine Stücke. Dann lässt sie sich einfacher mit einer Gabel zermatschen. Wenn ihr es mit einem Pürierstab macht, müsst ihr das nicht machen, weil es mit dem ja einfach super einfach geht. So, jetzt haben wir diese Banane zermatscht. Dann geben wir die in eine Schüssel und geben die restlichen Zutaten dazu. Die Haferflocken, das Whey-Protein, den Backkakao. Am besten erst die trockenen Zutaten, dann die nassen, das Ei, die Milch. Und dann noch die Schokodrops. Und dann habe ich das Ganze hier mit einem Schneebesen verrührt. Ihr könnt auch ein Handrührgerät nehmen, sodass wir hier einen cremigen Teig haben, dickflüssigen. Dann nehmen wir zwei Esslöffel und formen daraus Cookies auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und backen das Ganze 20 Minuten bei 180 Grad. So sehen die ausgekühlten, fertigen Cookies aus mit echt guten Nährwerten und sie schmecken auch mega gut. Also macht's nach und lasst es euch schmecken. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe auch, dass du das Rezept ausprobierst und es dir richtig schmecken lässt. Lass mir Feedback in den Kommentaren da, wie dir das Video gefallen hat, was du gerne sehen wollen würdest in Zukunft und ob du es ausprobiert hast, ob es dir geschmeckt hat. Und wenn du es ausprobiert hast, dann markiere mich auch gerne auf Instagram oder TikTok. Lass dem Video ein Like da, wenn es dir gefallen hat, subscribe den Channel und ich freue mich aufs nächste Video und ich hoffe, du auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.